In den zurückliegenden Wochen hat Banksy ja wieder mit spektakulären Aktionen in London auf sich aufmerksam gemacht. Aber Sie müssen nicht in die britische Hauptstadt reisen, um Banksys Kunst zu sehen. Sie müssen sich nur in die erst kürzlich wieder eröffnete Magdeburger Hyperschale begeben. Wir waren schon mal dort. Und außer uns auch schon über 15.000 andere Besucher, die sich bis Mitte August dieser Ausstellung nicht entgehen lassen wollten. Alleine am Eröffnungswochenende sollen es mehr als 3.000 gewesen sein. Hauptbestandteil der Ausstellung sind 11 Originalwerke und 44 limitierte Originaldrucke aus privaten Sammlerbeständen. Dazu kommen Infotafeln und Videoinstallationen. Kurzfilme laufen in verschiedenen Räumen der Halle. Autorisiert ist diese Ausstellung freilich nicht. Wie auch, weiß doch niemand, welcher oder wie viele Künstler und Unterstützer sich hinter dem Pseudonym Banksy verbergen. Und wir waren insofern auch durchaus dankbar, dass wir jetzt am Anfang in dem ersten Betriebsjahr hier mit solch einer Ausstellung und damit einem längeren Nutzungszeitraum fest erstmal starten können und dass wir eben auch noch einen solchen Namen präsentieren können. Und ich denke, auch diese Ausstellung wird einen Beitrag für die touristischen Zahlen zumindest Magdeburgs leisten, dass Besucherinnen und Besucher auch aus einem größeren Einzugsbereich hier nach Magdeburg kommen, um diese Ausstellung zu besuchen. Insofern freue ich mich und bedanke ich mich beim Veranstalter für die Möglichkeit, mit ihm das hier zusammen zu präsentieren. Und lade natürlich auch der kleine Vertriebspart. Es besteht also auch für alle Firmen die Möglichkeiten, innerhalb dieser Ausstellung Veranstaltungen durchzuführen, Abendveranstaltungen mit Besichtigung der Ausstellung und auch mit Nutzung der Kuben für dann die gastronomischen Parts und so weiter. Also herzlich eingeladen, auf unsere Kolleginnen und Kollegen zuzukommen und auch diese Möglichkeit für eine interessante und attraktive Veranstaltung zu nutzen. Insofern auch von mir herzlichen Dank und herzlich willkommen allen. Bei Banksy haben wir mehr Prints, die einfach bekannt sind, die in Ausstellungen unterwegs sind. Und wir haben es hier geschafft, diese für Magdeburg zu generieren, zusammenzusammeln und wollen die einfach zeigen. Die Besonderheit ist ja, die meisten, wenn sie an Banksy denken, denken an den Streetart-Künstler Banksy, sprich ein Möbel, ein Kunstwerk an einer Hauswand. Das haben wir hier nicht. Wir haben keine Hauswände abgerissen oder ähnliches. Wir haben Kunstwerke, wir haben die Prints hier, wir haben, wenn wir eine Hauswand zeigen, die als Fotografie und das ist uns einfach wichtig, den anderen Part des Künstlers ihnen einfach mitzugeben. Was ich als Empfehlung geben kann, die erste Wand, wenn Sie reinkommen, großer QR-Code, bitte mit dem Handy scannen, das ist unser Audioguide, der vom Radio SAW eingesprochen wurde, eingespielt wurde. Mehr will ich Ihnen eigentlich noch gar nicht mitgeben. Lassen Sie sich überraschen drin. Es gibt eine große Media Hall, wir haben ein kleines Kino noch gebaut. An der VR-Station werden meine Kollegen da sein, in die Brillen aufsetzen, können Sie einen kleinen Spaziergang mit dem Künstler machen. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt einfach gleich viel Spaß. Die lila Bändchen gehen gleich mit mir durch. Ich mache noch da noch ein paar Ausführungen zu den Kunstwerken. Wer von den blauen Bändern nachher noch Fragen hat, gerne uns ansprechen. O-Töne, immer alles gerne. Gut, ich übergebe noch mal kurz. Vielen Dank, Alex. Und dann wurde aufgeteilt in zwei Gruppen die Ausstellung gestürmt. Verlaufen kann man sich nicht. Man wird in einem Rundgang durch die Räume geführt, passend zum erwähnten Audioguide, den man sich per kostenlosem WLAN aufs Smartphone ziehen kann. Lassen Sie sich einfach von den Bildern gefangen nehmen. Einer der Höhepunkte ist Banksys Atelier, oder besser gesagt, so könnte es aussehen, denn genau weiß es niemand. Tauchen Sie ein in Banksys Welt. Thank you.
als Konzertveranstalter zu Banksy? Ganz einfach, wir hatten Corona und haben was gesucht, wo wir wieder arbeiten können, wo wir den Leuten wieder Spaß machen können, zeigen können, was es an Kultur Tolles gibt. Und das war halt während Corona das Museum, was schon früher wieder öffnen durfte anstatt der Konzerte. Und da haben wir einen Partner gefunden, der mit uns diese Ausstellung hier macht. Und wie sind Sie mit der Resonanz zufrieden? Ich meine, das ist ja jetzt nicht die erste hier. Sie waren ja vorher zum Beispiel in Berlin. Wir waren sehr zufrieden in Berlin. Also das ist wirklich toll. Die Leute sind alle schwer begeistert und genießen die Zeit wirklich bei uns. In letzter Zeit haben Sie wieder Ähnliches vor, also abseits der Konzerte, nach dem Motto, muss man was anderes, lohnt sich aber auch. Ganz einfach, wir machen weiter damit. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß, unserem Team. Es macht mir viel Spaß, solche Ausstellungen hier zu gestalten, zu generieren. Und daher, wir machen damit weiter. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Auch Werke von Künstlern wie Andy Warhol, die Banksy beeinflusst haben, finden sich. Und auch wer wissen will, wie Banksy es schaffte, sein Mädchen mit dem Ballon genau nach dem Zuschlag zu schreddern, wird fündig. Am Ende muss der Besucher entscheiden, ist Banksy ein Genie oder ein Vandale, ein Künstler oder gewiefter Geschäftsmann, Provokateur oder Rebell. Die Ausstellung in der Hyperschalle läuft noch bis 10. November täglich, außer montags. Die Eintrittspreise bewegen sich zwischen 8 Euro pro Schüler im Klassenverband und 52 Euro für die Familienkarte für 4 Personen zwischen Freitag und Sonntag sowie feiertags. Fotografieren ohne Blitz ist ausdrücklich erlaubt. In Berlin hatte die Ausstellung 50.000 Besucher. Ich meine, das kann Magdeburg doch sicher übertreffen.